Wir haben schon 24% und ich nehme euch einfach mal hier schon mal mit. Willkommen zurück zu Spyro, Dawn of the Dragon. Genau. Hier gibt es nämlich ja im Spielmenü die Möglichkeit, Kapitel auszuwählen. Das hat ja Max mir gerade schon im ersten Part geschrieben. Und ja, hier sehen wir jetzt also die verschiedenen Level und da sehen wir auch schon, wie viel es noch gibt. Well, minimaler Spoiler. Naja, hier sehen wir jetzt also in den Katakomben haben wir noch den Boss übrig und einen roten Edelstein, den habe ich ja verpasst. Oder Kristall, wie auch immer. Bei den Zwielichtfällen haben wir noch den Boss, genau, das ist richtig. Und hier sind wir ja jetzt gerade unterwegs. Da fehlt uns auch gar nicht mal mehr so viel. Wir brauchen ja immer noch diese Kugel, ne, um die restlichen beiden Kristalle da zu bekommen. Also außer dem blauen, da weiß ich noch nicht, wo er ist. Und den Boss haben wir auch schon gesehen, aber. Ah, wobei doch, ich war. Stimmt, bei dem Boss war ja noch ein Kristall. Ich erinnere mich. Bei dem Boss war noch ein Kristall. Interessanterweise wird hier aber nicht die Rüstung abgetragen. Finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Warum ist das so? Vielleicht, weil es nicht in jedem Level gibt? Also ich meine, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass es nur 18 Truhen gibt, gibt es ja wahrscheinlich nicht in jedem welche. Oder es kommen halt wirklich Level, wo es nur ein oder zwei Stück dann gibt. Na, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt ja auf jeden Fall irgendwie vier oder sowas gehabt. Ja, das stimmt. Es steht ja auch da. Ich hätte das gar nicht zählen müssen. Hier steht ja ein Gesamtüberblick. Habe ich irgendwie schon wieder komplett ignoriert. Ja, alles gleich. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht mal so krass lang, wenn ich das hier so sehe. Also, naja. Haben wir jetzt gerade die Level gesehen, wie viel es da so gibt. Ich lasse mich überraschen. Und Virginia macht irgendwelche komischen Fortnite-Tanze in meinem Augenwinkel. Ja. Tanze? Tänze. Jedenfalls. Denke ich, dann es lohnt sich schon eigentlich gar nicht mehr, mich hier noch weiter umzuschauen. Das hatte ich ja gesagt, dass ich das gerne machen würde, aber wenn ich so auf die Stats gucke, ist das ja eigentlich gar nicht wirklich notwendig. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir müssen jetzt die Vorratskammer suchen oder Vorratshöhle, genau. Eventuell ist die ja hier noch irgendwo am Start. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, wo genau ich herkam. Ich meine, das war sogar von da. Na, da sind wir ja in der Wand so lang gesprungen. Und ich weiß ja nicht, ob es in Ordnung ist, hier uns einfach so treiben zu lassen mit dem Fluss. Ich lasse das jetzt erstmal. Ja, genau hier sind wir halt so lang gelaufen. Wir können jetzt hier auf jeden Fall lang fliegen. Und jetzt dreht sich die Kamera. Nun gut. Ist sicherlich gar nicht mal so verkehrt. Ah, hier, guck mal, das ist doch. Das war doch ein Bereich, wo ich noch nicht. Also, entweder komme ich hierher. Das ist Punkt Nummer 1. Aber ich glaube, das war nicht so. Dann bin ich ja hier lang gegangen, weil ich auch irgendwie von da kam. Ach, ganz komisch. Aber ich glaube, hier könnte eventuell die Vorratshöhle sein, die gesucht ist. Und ja, das ist so. Alles klar. Ich denke, dann haben wir hier trotzdem doch alles gesehen. Und hier beginnt offenbar jetzt kein komplett neues Level oder irgendwas, aber ja, wir brauchen nur eine kurze Ladepause. Ja, wo könnte die Kugel sein, ne? Das ist halt eigentlich so ein bisschen mein größtes Problem gerade, sage ich mal. Wir könnten jetzt wieder zurück zur Höhle und könnten mit dem Schlüssel offenbar was anrichten oder was ist die Vorratshöhle? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das war jetzt tatsächlich nur der Rückweg, gar nicht mal irgendwie eine Höhle, wie ich erst vermutete. Was wiederum heißt, entweder wir müssen jetzt zurück zu Meadow und das ist die Vorratshöhle, oder wir müssen halt tatsächlich jetzt noch irgendwas finden. War ich hier schon mal? Hier ist jedenfalls nichts. Ich glaube, hier war ich schon mal. Es ist jetzt mittlerweile ein Tag vergangen. Der hat gerade so komisch blau ausgesehen, ne? Aber das konnte ja eigentlich auch gar nicht mehr sein. Weil ich habe ja, wie gesagt, den letzten blauen da bei dem Gegner. Naja, alles klar. Gut, aber dann haben wir jetzt auch die Schnellreisefunktion schon mal geklärt. Wir können aber nicht aus dem Menü hier darauf zugreifen, ne? Ne. Da müsste ich dann sagen, Level beenden. Aber das natürlich nur, wenn ich vorher auch einen Speicherpunkt hatte. Ja, hier waren wir auch schon mal. Daran erinnere ich mich. Wo ich mich gewundert habe. Ja, man muss einfach nur noch nach da oben. Das ist so das Ziel hierhin. Ja. Den roten Stein kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Der wird sich lohnen. Gerade. Ich habe nämlich nicht volle Energie. Ja, und hier haben wir jetzt das Boot. Stimmt, das war ja der Bereich, wo ich mich nochmal umschauen wollte jetzt, beziehungsweise wo ich angefangen habe, vor allem auf der rechten Seite.
Aber eventuell finden wir hier irgendwo die Kugel. Das wäre zumindest so meine Hoffnung. Ach, guck mal, hier ist aber noch irgendwas. Hier wird es bestimmt später dann weitergehen. Oder ich kann da irgendwas tun, um das zu öffnen, aber ich glaube nicht. Hier haben wir den Speicherpunkt, das hatten wir ja schon festgestellt. Ich glaube, den nehme ich jetzt auch mal mit. Ich werde mal versuchen, da nochmal irgendwie weiterzukommen. Da geht's wahrscheinlich einfach nicht weiter. Aber hey, wir nehmen jetzt erstmal hier den Save Point mit. Wir haben übrigens 5 Spielstände, wie es scheint. Ich überschreibe jetzt einfach mal den ersten. Hier. Die Krypta. Das Talpier, da sind wir jetzt. Logisch, hier ist das Pier, wo das Boot ist. Kann ich hier weiter? Eh nicht. Also das würde mich sehr wundern, ne. Gut. Also nicht gut. Ich suche immer noch diese scheiß Kugel. ich weiß ja nicht, ob ich das Boot jetzt einfach schon, schon mal mitnehmen soll. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, wie es sich gerade anhört. Und vor allem, ob das so unproblematisch ist, wie es sich anhört. Nicht, dass ich dann wieder irgendwas nicht mehr machen kann oder irgendwie, also... dass dann irgendwas getriggert wird, dass ich mich nicht mehr frei umschauen kann. Irgendwie so ein Quatsch. Aber bisher konnte man sich immer nach irgendeiner Story-Mission nochmal umschauen und so, deswegen... Ich habe ja auch immer noch nicht das Ding ist da so ganz abgehakt, ne? Weil das sieht doch so aus, als käme man dann noch weiter nach oben. Also ganz glauben kann ich das dann noch nicht, muss ich ja ehrlich sagen. Vor allem, wenn mir noch ganz augenscheinlich was fehlt. Da kam ich nicht hoch, das weiß ich. Aber man sieht, da ist definitiv kein Efeu. Nichts zum Festhalten für mich. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Haben wir eigentlich sowas wie eine Ego-Perspektive? Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht und deswegen noch gar nicht versucht, aber... Na gut, Sticks reindrücken bringt schon mal nichts. Wir können uns halt nur mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch anschauen, aber... Wenn ich mir das so anschaue... Na gut, diese beiden Felsen da, wo das Wasser noch runterprallt, aber... Von da aus geht es halt auch nicht mehr weiter. Wenn da nicht direkt irgendwie die Kugel vielleicht drauf liegt, dann wüsste ich jetzt auch nicht, was da sein soll. Also... Ich schätze das jetzt eher nicht als meine Lösung ein. Kann halt auch sein, dass irgendwas dann wieder sich verändert, wenn ich dann jetzt das Floß weiter... Warum ist das denn gesperrt? Ist das zeitlich begrenzt, beschränkt? Weil das habe ich doch auch schon mal aufgemacht, oder? Oder resettet sich das, wenn man das Spiel beendet? Ich habe keine Ahnung. Weil ich meine, das war genau eins von den beiden, die ich geöffnet habe. Vielleicht gibt's 3 und ich habe das nicht geöffnet, aber naja gut. Vielleicht muss man es auch immer währenddessen machen, während das Floß da gerade lang fährt. Muss man das dann nebenbei machen. So ein bisschen Escort-mäßig, aber naja. Finden wir raus. Dann machen wir wieder ein bisschen Link-Action, würde ich sagen. Hier nochmal ein bisschen durchrollen, aber... Ja, das ändert ja auch nichts. Okay, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das Floß einfach mal mit. Und schauen, was passiert. Ach so, oder... Ja, warte mal. Habe ich denn irgendwie so ein... Okay, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre gar nicht so schwer jetzt... Hier brauchen wir auch irgendwas. Vielleicht ist es aber auch doch irgendwie ein Atem. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, was das ist. Das kann doch nichts mit Atem sein eigentlich. Oder? Also das stellt sich mich jetzt hier wirklich vor Probleme. Ja, pass auf. Dann werde ich dann doch nochmal zurück einfach zu Meadow gehen. Ich habe aber leider nicht mehr ganz im Kopf, was der Typi mir da jetzt gesagt hat. Der hat ja auch eigentlich nur erzählt von wegen so, ach bla hier, der Dunkelmeister wird immer noch nach dir suchen, Cinder, und du wirst ihm ewig dienen müssen und bla. Also wirklich guten Input hatte der jetzt eigentlich nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das mit der Vorratshöhle wurde mir einfach nur so eingeblendet. So ohne, dass ich da jetzt was drüber gehört habe. Warum kommt denn jetzt hier schon wieder irgendwo was? Ist da gerade schon wieder irgendwas gespawnt? Ja gut. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Hab auch so ein bisschen den Überblick verloren, wo denn jetzt eigentlich die Höhle mit Meadow war. Ich glaube, die war in die Richtung. Jetzt nach links irgendwie noch vielleicht. Oder wie war das? Oder bin ich jetzt auf dem Weg zum Dorf? Shit. Nee, kann ich eigentlich, oder?
Doch, ich bin auf dem Weg zum Dorf, alles klar. Ja, das ist nicht gut. Was war denn hier links? War das hier vielleicht sogar? Weil ich hätte sonst jetzt eher die komplett andere Richtung eingeschlagen, aber das sieht gerade gut aus, oder? Nee, das sieht schlecht aus. Oder? Nee, doch. Das war die. Ja, ich habe gerade an den anderen Eingang gedacht. Aber da kam ich ja her. Nee, das ist schon richtig. Es ist genau da, wo ich hin will. Also, da wo Meadow ist, aber das ist wahrscheinlich nicht da, wo ich hin muss, oder? Oder sagt ihr mir jetzt noch irgendwas Spannendes? Oder habe ich jetzt die Mission irgendwie doch erfüllt? Ich weiß es nicht. Ich lass mich mal überraschen. Sagst du noch irgendwas? Kann ich mit dir? Ich kann auch nicht mit ihm reden. Also, das ist falsch. Hier habe ich jetzt offenbar gerade nichts zu tun. Sieht auch aus, als käme ich da noch irgendwie durch, ne? Mach mal hier Gift. Mach die mal weg. Shit. Kann halt auch gut sein, dass ich hier immer noch was übersehen habe und alles so. Vielleicht habe ich auch einfach diese Knöpfe noch nicht verstanden. Vielleicht kann ich da wirklich eine Attacke machen, um die irgendwie zu aktivieren, aber so aus dem Gedächtnis würde ich sagen, das sieht halt ähnlich aus wie in der Höhle, in der Krypta. Ah, jetzt muss er wieder laden, alles klar. Diesmal aber länger als gerade. Wo wir eben einfach diese Kugelhantel da abgelegt hatten. Deswegen suche ich im Endeffekt genau sowas. Aber hier an der Stelle bräuchte ich jetzt schon mal zwei davon. Also bei dem Floß. Und an der Stelle, wo noch die letzten beiden Steine sind. Also der rote und der grüne. Da habe ich ja wiederum, hier gucke ich mich nochmal um. Da habe ich ja wiederum nur einen, den ich da brauche. Kann ich die Truhen irgendwie mitnehmen? Ich glaube, mir fehlt da irgendwie ein grundsätzlicher Kniff. Also irgendwas habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch zwei Sachen irgendwie auf der Overworld finden muss, ehrlich gesagt. Aber ich muss ja auf jeden Fall diese Vorratshöhle finden. Also das ist ja mein Ziel. Und ich hoffe und ehrlich gesagt erwarte ich das jetzt auch schon fast, dass sich da dann diese Fragen auch klären werden. Aber wo soll die sein? Oder war die vielleicht doch noch in dem Gebiet, was ich jetzt vorhin verlassen habe am Anfang des Parts? Würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Weil so lang war ich da jetzt nicht und da gab es gefühlt noch deutlich mehr Wege. Aber eben auch nur gefühlt. Vielleicht ist das Quatsch. So, hier war ja der. Oder war der hier? Doch, der müsste hier gewesen sein. Wo war denn jetzt aber eigentlich die Stelle mit den beiden Steinen, frage ich mich. Ich würde eigentlich ganz gerne mal hier hin. Oder war das. Warte mal. Wo bin ich jetzt hier? Ach so, lol. Guck mal, ich war einfach komplett lost. Also ich meine, ich würde den Elite-Gegner an sich trotzdem jetzt ignorieren, aber ich könnte mir dann halt schon mal das hier holen. Das Steinchen. Lol, wie dämlich. Cinder ist gleich tot. Ja gut, egal. Der Stein ist zerstört. Ah, da war ich ja komplett lost, weil ich kann ja einfach rüberspringen und ich wollte darüber schwingen und ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, neulich. Ist der jetzt zerstört? Der ist zerstört, okay, alles klar. Ich möchte trotzdem gucken, ob ich von da aus dann auch eigentlich noch nicht weiterkomme. Weil müsste das nicht auch hier in der Gegend dann gewesen sein, wo wir die Steine gehabt haben? Es sah jetzt gerade so ein bisschen nach aus, als könnte man da irgendwie rüber und sowas, aber ich befürchte, dass das nicht der Fall ist oder nicht so einfach oder ich weiß nicht. Wir können einfach mal Schwall benutzen. Ich weiß was, ich versuche das jetzt mal. Wenn ich jetzt Schwall versuche. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie ich das auslöse. Quadrat und Dreieck weiß ich. Ah, jetzt. Okay. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich verschwende ich es jetzt einfach nur komplett, aber man kann es ja mal versuchen. Nee, gegen den braucht man irgendeine spezielle Technik und ich weiß leider nicht, was. Weird, weird. Nee, also Schwall haben wir jetzt komplett verschwendet, natürlich. Also irgendeine spezielle Technik, irgendwas brauche ich gegen den. Okay, gucken wir mal. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall dahin, wo ich hin will. Das ist gut.
Schön. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Geheimnis gelöst. Das hing also auf jeden Fall zusammen. Und Spyros Energieleiste wird jetzt erweitert. Kriegt er auch sein Leben zurück? Nö. Ist sie jetzt wirklich erweitert? Ach so, ja gut. Spyros Leiste war ja schon, also Spyros grüne Leiste war ja schon einmal erweitert. Deswegen, ja, okay. Alles klar, ja super. So, und hier brauchen wir immer noch dieses eine Ding dann. Wo ich nicht weiß, wo ich das herbekomme. Was habe ich denn noch für, also... Ich blick's halt wirklich nicht, was ich eigentlich noch für Möglichkeiten habe jetzt so gegen diesen Typen. Außer halt wirklich verschiedene Atemtechniken noch weiter ausprobieren. Ich würde nochmal gerne Furcht versuchen. Oder Schatten oder irgendwie sowas. Oder. Ja, nehmen wir mal Schatten. Nochmal. Aber guck mal, der verliert ja überhaupt keine Energie. Das wundert mich halt so. Oder muss ich erstmal Angriffe überleben oder was? Oder. Ja, ich verstehe es halt einfach überhaupt nicht. Tut mir leid, also. Ich kann es immer wieder versuchen, aber ich verstehe es einfach nicht. Deswegen lassen wir das. Weiterhin. Haben wir auch immer noch was in den ersten Welten machen können, das ist vielleicht gar nicht mal so scheiße. Aber das Podest sah ja an sich genauso aus, ne? Also das, was da oben jetzt ist für den grünen Stein, das sah genauso aus wie die beiden beim Pier. Deswegen ist das ja eigentlich schon mal safe, dass das, da komme ich jetzt so immer noch nicht hoch, ne? Ja, doch, irgendwie. Ja, doch, das sieht ganz genauso aus. Aber da bringt ja auch keine Atemtechnik oder irgendwas was, oder? Was sollte da denn was bringen? Da muss halt safe irgendwas drauf abgelegt werden. Gut, ja, wie gesagt. Wir sollten einfach diese Vorratshöhle suchen und hoffentlich finden. Und da erwarte ich dann zwei von diesen Dingern. Weil ich meine, es ist ja im Endeffekt auch mein nächstes Ziel, ne? Und natürlich auf Dauer ist das Ziel, das langfristige Ziel ist, dass wir Meadow dieses Schloss irgendwie da vorbeibringen. Warum auch immer er das jetzt genau braucht. Und genau deswegen muss ja eigentlich jetzt unser nächstes Ziel darauf vorbereiten. Das würde halt bedeuten, wir müssten irgendwie bei dem Floß das da irgendwie runterkriegen und so. Und das muss ja dann irgendwas damit zu tun haben. Aber wo ist die? Ich glaube, ich würde echt nochmal dann dahin gehen, wo ich gerade herkam. Bin mir nur gar nicht mehr sicher, wo es da überhaupt geht. War ich da schon? Oh, was ist hier eigentlich? Hallo? Das kann ich einfach so öffnen? Ach, hallo. Ah, ich erinnere mich auch daran. Ihr könnt ja eigentlich beide sowas nehmen. Ist das möglich? Ja, tatsächlich. Er kann halt jetzt deutlich weniger. Suche das Floß. LOL. Ich hab das schon mal gesehen. Ich erinnere mich daran. Ich hab das schon mal gesehen. Cinder hat jetzt auch immer noch so ein Ding, ja? Ja, okay. Ich mach das. Ja, ist okay. LOL. LOL. Ich hatte das Ding schon mal gesehen und wusste aber nicht, dass man das einfach so mit Kreis öffnen kann, dieses Gitter. Aber das habe ich auch voll vergessen. Okay, dann müssen wir jetzt zuallererst mal in die Richtung hier zurück. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie genau das hier ging. Hier war irgendwo voll. Aber ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen die Stelle verloren. Da drüben ist das, ne? Ja, da drüben ist das, alles klar. Dann holen wir uns natürlich jetzt erstmal den grünen Edelstein, ist klar. Und dann können wir mit dem Floß weitermachen und dann haben wir das hier auch alles soweit. Dann müssen wir halt nur noch irgendwann den Superboss besiegen, den Elite-Boss. Aber das hat dann halt Zeit. So, klettern ging ja, ne? Nur halt alles ein bisschen langsamer und so weiter. Aber geht ja auch gar nicht anders hier. Ja, machen wir mal. Nein. Ah, shit. Ich wollte extra nicht da den krassen Sprung machen, einfach direkt nach oben. Und das, ja, hat im Endeffekt nichts gebracht. Nein! Alter.
Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Ja, pass mal auf. Ich glaube, es ist ein bisschen sinnvoller, einfach mal mit Spyro ganz schön vorzugehen, so alles schon mal chillig zu machen und so. Ich habe aber gerade insgesamt Probleme damit. Weil Cinder hat ja sowieso so ein Ding im Mund, oder? Also, ich brauche ja da nur eins. Wäre halt ein bisschen unnötig, wenn wir das beides dahin schleppen. Ach, dieses Diagonalspringen klappt halt nicht so wirklich. So wie ich das möchte. Es ist halt manchmal kompletter Schmutz. Du hast das Ding noch, ja? Du hast das Ding noch, alles klar. Das macht das gar nicht mal einfacher hier, wie ich dachte. Ist genauso beschissen. So. Jetzt mache ich einen Sprung nach da. Weil das sonst offenbar nicht... Oh, shit. Spyro wird ja auch krass runtergezogen von Cinder dadurch. Ja gut, dann muss ich vielleicht doch mit dem Drachen das machen, mit dem ich das gerade im Maul habe. Eventuell brauche ich da aber sogar Schwünge, wenn ich das hier so sehe. Ich glaube, das ist eher das Problem. Oder? Na, ich glaube, ich muss das Ding schwingen. Okay. So, jetzt muss ich das mal wieder aufnehmen. Ja, ich werde das mit Spyro jetzt hier schwingend machen, weil sonst klappt das offenbar nicht so einfach. Also alles eher wegen der Kugel jetzt. Nicht mal, weil das... Also ich glaube, vorher musste man das nicht so machen, aber... Hier scheint es jetzt nicht anders zu gehen. Oh shit. Vielleicht ist das auch so gar nicht ohne weiteres möglich, aber wie sonst? Ja, also... Wo... Ist die jetzt komplett weg? Es ist jetzt aber doch nicht euer Ernst. Warum? Warum sind die denn jetzt komplett weg? War das jetzt nötig? Aber nur jetzt nochmal zum Verständnis. Wenn ich das jetzt ohne die Dinger mache, ist das jetzt nicht so problematisch, oder? Oder mache ich hier gerade vielleicht einfach was falsch? Übersehe ich was? Denke ich irgendwie komplizierter, als es notwendig ist. Ah, ich kann ja auch noch an der Wand laufen. Ja gut, aber hier irgendwie auch nicht. Da muss ich ja eigentlich nur X drücken. Okay, ich habe gerade ein grundsätzliches Problem hier. Das muss ich jetzt erstmal nochmal lösen. Damit ich da richtig rangehen kann. Also es scheint nicht unbedingt diese Kugel gewesen zu sein, sondern ich habe irgendwie generell gerade nicht verstanden, wie das hier zu lösen war. Oder? Doch, doch. Das habe ich ja gerade nicht so hinbekommen. Ja gut, ganz ehrlich, das schneide ich jetzt, glaube ich, schon fast. Weil ich habe jetzt... Ich finde es nicht so sinnvoll, dass die einfach despawnen, wenn die da runterfallen. Deswegen, ja komm, das kann ich gerade schneiden, bis ich die Kugel wieder habe. Ich hole wieder zwei, denke ich mal. So, ich habe jetzt wieder Kugeln und ich glaube, ich versuche mich jetzt einfach nochmal hier hoch zu glitschen, wie ich das vorhin gemacht habe. Vielleicht reicht das ja auch, vielleicht klappt das ja. Auch wenn es eigentlich nicht der offizielle Weg zu sein scheint. Cinder. Mann, die sind manchmal so blöd, ne? Dass sie ja nicht richtig langlaufen, so wie es sein soll. Ja, ich kann jetzt ja nicht so schön fliegen wie normalerweise, deswegen kann ich mich jetzt wahrscheinlich nicht hochglitschen. Es wird nicht klappen. Na, schade. Ja, dann muss ich mal den regulären Weg versuchen und hoffen, dass ich das irgendwie jetzt hinkriege. Ich glaube, das könnte eine sehr knappe Scheiße sein da. Aber was ich jetzt zuerst mache, ist das hier abzulegen. Weil dann habe ich schon mal... Also das despawnt ja erstmal nicht. So, okay. Das Problem ist halt, dass Spyro so weit unten ist. Der soll halt mal mit hochkommen am besten. Zieht mich halt so weit runter. Kann ich die hier beide an die Wand quasi manövrieren? Ist das irgendwie möglich? Jetzt hing der aber auch weiter unten, wo er gar nicht hängen soll. Ja, jetzt sind die hier, guck mal, jetzt sind die beide an der Wand. Ich glaube, das ist schon mal eine bessere Position. Also ich werde jetzt einfach mal Cinder da hängen, oder wobei. Ich lasse Spyro da hängen. So, an der Stelle. Jetzt sind die näher zusammen, wisst ihr? Haben gerade aber ein Problem. Weil ich mich da nicht wirklich eher festhalten kann, genau. Nee, da muss ich mit Spyro da um die Ecke so springen. Nein. Die behindern sich gerade ein bisschen gegenseitig da
an der Wand. Für Schwingen ist hier auch noch gar nicht so viel Platz jetzt. Jetzt vielleicht? Na, Mann, Leute, macht doch einmal was gut. Ich meine, ich kann es nochmal mit Schwingen versuchen, aber wie gesagt, dafür ist halt nicht genug Platz eigentlich. Ja, kannst du vergessen da. Warte mal, jetzt nochmal wechseln. So, jetzt hat Cinder doch eigentlich genug Platz, um hier einmal nach... Genau. Das wollte ich doch nur. Spyro kann noch ein bisschen hochklettern am besten. So. Jetzt wechsle ich zu Cinder und jetzt springe ich hier einmal so ran. So, und jetzt bin ich ja nicht so weit... Jetzt ist die Gravitation ja nicht so schlimm eigentlich. Ja, ich werde aber trotzdem krass runtergezogen. Alles klar, okay. Ah ja gut, nee, pass mal auf, das Problem ist jetzt. Jetzt habe ich es auch erstmal verstanden, weil ich jetzt zweimal A drücke. Zweimal X drücke. Denkt jetzt natürlich, ich will jetzt hier rumschwingen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht mal so einfach jetzt. Aber sonst war das doch nie ein Problem ohne diese Kugel. Deswegen verstehe ich das jetzt gerade gar nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum sie hier eigentlich nicht weiter nach links klettern kann. Das ergibt gar keinen Sinn. Weil ich, wenn ich da dran springe, geht das auch. Also was soll der Kack? Ja, das ist eine richtig beschissene Stelle. Ich verstehe es einfach logisch nicht, was sie von mir wollen. Warte mal. Ich verstehe es nicht. Wobei, was ich eigentlich machen muss, ist eigentlich gar nicht so schlimm, glaube ich, wenn wir jetzt hier sind. Jetzt einfach mal mit Spyro versuchen. Einfach da irgendwie hochzukommen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dafür genug Schwung habe. Und selbst wenn, muss Cinder ja irgendwie nachkommen, oder? Ha, komisch. Es ist... Ich blick's gerade nicht. Es ist zu viel. Jetzt hält er sich aber auch gar nicht mehr fest hier irgendwo. Ja, super. Ja, ich probiere mal ein bisschen aus, ne? Kreis. Ja, gut. Mit Kreis läuft man an der Wand. Ja, gut. Alles klar. Ja, man muss hier offenbar an der Wand entlang laufen und es war nicht X, sondern Kreis, wie man langläuft. Ja gut, dann versuche ich das gleich nochmal, wenn ich da oben bin mit Spyro. Ich war mir so sicher, dass es X war, aber gut. Dann hätte sich das geklärt, wenn das jetzt funktioniert. Das ist halt das Problem, wenn ja 1000 Techniken etabliert werden. Da vergesse ich ganz gerne mal was. Ja, aber man muss, glaube ich, erstmal überhaupt losspringen, ne? Es ist echt nicht einfach. Aber umso wichtiger eigentlich, dass ich das jetzt gerade hier nochmal, ja, wiederholt habe und gelernt habe. Oder hoffentlich habe ich das gleich gelernt. Ich habe jetzt gerade irgendwie was ganz anderes gemacht als, oder gefühlt, aber es war eigentlich dieses Wandlaufen. Und damit genau das, was ich, ja gut, perfekt. Wir haben es geschafft. Also mit Kreis kann man an der Wand entlanglaufen, nicht mit X. Aber dann war, also meine Idee mit langlaufen war schon richtig. Ist ja auch schon mal was. So, und jetzt muss ich einfach nur noch... Warte mal, hier unten ist das. Das Ding da drauflegen. Und fertig. Meine Güte. Was ein Aufwand. Aber wir haben es jetzt geschafft. Dieser Edelstein gehört uns. Oder Magiekristall. Oder was auch immer. Ja, und wir haben jetzt nur noch diesen komischen toten Heini da zu erledigen. Den wir aber nicht erledigen können, weil ich dafür noch zu blöd bin. Deswegen läuft. Problem ist... Ich habe einen schon wieder verloren, deswegen war wieder gut, dass ich zwei mitgenommen habe. Von diesen lustigen Dingern hier. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal den anderen holen für Cinder. Und dann muss ich erstmal wieder den Type hier finden. Ich weiß nämlich nicht genau, in welche Richtung das jetzt ist von hier aus. Weil es dann doch ein bisschen zu groß dafür ist, dass ich mir das gemerkt habe. Aber, nee. Dann bin ich dem Spiel auch gar nicht böse, weil dann klappt alles so, wie es soll. Ich habe halt einfach nur vergessen, wie genau das geht. Na, so ist es halt. Gut, gut. Aber ja, das war im Endeffekt die Lösung zu allem. Das habe ich ja auch, wie gesagt, irgendwie... Ah ja, es ergibt auch alles Sinn. Vorratskammer für genau diese Dinge. Es ergibt alles einen Sinn. Das mit dem Floß, denke ich mal, können wir jetzt hier noch machen. Ich habe jetzt zwar 37 Minuten auf der Aufnahme, aber ich habe bestimmt 10 Minuten rumgeeiert und nichts geschafft. Das passt also, auf jeden Fall. Da wird noch was rausgeschnitten, einiges. Das könnte in die Richtung gewesen sein, oder? Doch, das müsste da oben jetzt sein. Ich muss jetzt aber dafür erstmal wieder nach oben, schätze ich mal, ne? Wie komme ich denn am besten wieder nach da oben? Ah, shit. Vielleicht komme ich auch da hinten noch ganz einfach nach oben, aber ich...
Guck mal, da ist doch schon wieder irgendwas zu. Ah, vielleicht ist dafür jetzt auch... Also genau für diese Stelle quasi. Spyro, komm bitte hinterher. Komm, Junge. Vielleicht ist genau dafür halt genau dieser Steg hier. Weil man sonst nicht wirklich hier hochkommt. Weil der hat bis jetzt auch nicht wirklich Sinn ergeben, außer Deko-Zwecke. Spyro, bist du eigentlich bescheuert? Komm hoch, Junge. Ja, jetzt ist er... Bitte lass mich irgendwann diese Kette durchtrennen können, endlich. Ehrlich. Aber was macht Cinder jetzt? Kommt die auch hoch oder kriegst du es ja nicht geschissen? Ich habe keine Ahnung, wo Cinder gerade ist. Folgt mir. Ja, folgt mir. Ich muss nach oben, du... Da, Leute. Vielleicht muss das ja auch alles gar nicht sein. Kann auch sein, aber ich würde gerade schon vermuten, dass es so sein muss. So, jetzt ist Spyro wieder irgendwo stuck. Ihr seid einfach ein Haufen Kot, ehrlich. Komm hier hin. Das Problem ist, man kann die Einheit halt jetzt nicht einfach da stehen lassen. Weil man dann wieder... Ja, okay, ja, komm, komm. Cinder, du warst doch schon oben. Du blöde Truller. Ach komm. Hey, ich bin dran. Ja, hey, ich bin dran. Ach, leck mich am Arsch. Das geht mir gerade hart auf den Sack. Ich werde jetzt einfach dahin schweben und hoffen, dass ich da irgendwie hochkomme. Aber ich wette, es geht nicht. Und es muss an der Stelle gehen. Und dann ist es einfach nur... Dann ist das einfach nur scheiße. Das muss ich dann einfach sagen. Dann ist das einfach scheiße. Komm ich hier nochmal hoch? Vielleicht. Wäre super. Ja, hier komme ich auch hoch. Alles klar. Aber an dem Steg muss es doch auch gehen. Die sind halt nur zu blöd, es hinzukriegen. Ey, so dumm manchmal. Ja, natürlich soll das auch so nervig sein mit dieser Verbindungsfunktion hier. Aber so? Nee. Bin ich überhaupt richtig? Hallo? Die steckt einfach im Gras fest, oder was? Oh, Leute. Ein bisschen gut müsst ihr euch auch manchmal anstellen. Ja, so richtig scheine ich jetzt nicht zu sein. Ach, ich krieg doch einen Ausraster hier. Ja, auch ein bisschen ungeduldig da gerade. Weil wir doch jetzt quasi fast da sind und alles geschafft haben und so. Naja, ich lasse mich überraschen, ob ich da jetzt gleich nochmal hochkomme. Das sieht nicht so aus. Oh, ist das nervig. Aber was passiert eigentlich, wenn ich das Ding jetzt... Ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier... Das müsste doch auch gehen, oder? Wenn ich quasi die so nach und nach hier... Ne, Cinder kommt hier nicht hoch. Ladies first. Deine Mutter first, ehrlich. Ich komme nicht mal mehr hier hoch, oder was? Ich wollte schon sagen. Ja, okay, dann muss ich jetzt also tatsächlich einen Weg nach oben finden. Vielleicht stelle ich mich auch doof an und es ist halt eigentlich gar nicht so kompliziert, wie ich denke. Aber es bringt ja offenbar auch nichts, wenn ich nur einen von den beiden mit so einem Ding ausstatte und den anderen hochfliegen lasse, weil der andere kommt trotzdem nicht hoch. So rätseltechnisch meine ich gerade. Das scheint es halt auch nicht zu sein. Also ich muss wahrscheinlich wirklich beide irgendwie hochkriegen, aber... Da, wo ich vorhin hochgegangen bin, da geht's dann halt keinen Weg weiter da an der Stelle. Da oben lang. Ich versuch's nochmal, aber es ist... Oder kann ich jetzt nach rechts? Oder ja, wobei rechts muss ich ja nicht lang. Da war ich ja gerade. Auf der rechten Seite. So, Cinder, du bist jetzt hier oben, alles klar. Alter, das ist schon eine nervige Stelle, also das kann man nicht anders sagen. Normalerweise bin ich... Wie bin ich denn sonst da hochgekommen? Einfach halt hochfliegen. Da kommt man doch so gar nicht lang, oder was? Ich fühle mich auch so ein bisschen verarscht, ne? Kann ich mich daran festhalten? Eher nicht, ne? Ja, es geht mir gerade doch schon hart auf den Sack. Muss ich sagen, durch diese ganze Kletterscheiße jetzt, die im Endeffekt, ja, mein Verschulden war, habe ich jetzt aber auch ein bisschen... Bin jetzt sehr ungeduldig. Deswegen ist es... kann ich gerade gar nicht ab, dass das hier wieder so wonky ist und nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle, wie es funktionieren müsste. Ich meine, guckt euch das allein an, Cinder, kommt hier nicht hoch. Nein, bitte. Also ja, es hat mir bisher echt viel Spaß gemacht, aber es heißt natürlich nicht, dass dieses Spiel irgendwie frei von Fehlern und gut ist. Denn auch The Eternal Night hat mir unglaublich viel Spaß gemacht im Anfangs- und Mittelteil und am Ende halt alles komplett weggeworfen. Und ja... Ich befürchte, dass es hier auch Stellen gibt, wo es dann einfach wieder komplett Schmutz ist einfach. Und das ist so eine Stelle, wo es einfach komplett Schmutz ist.
Ja gut, dann gucke ich mir jetzt einfach eine Stunde lang irgendwie ein Walkthrough an, weil es gibt kein gutes Walkthrough innerhalb von 5 Minuten oder so, auch für die ganzen Collectibles vor allem. Ich gucke einfach mal rein und guck mal, wie die entsprechenden Leute das lösen, weil ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll und habe auch gerade keinen Bock, mich 50 Stunden lang nochmal damit zu beschäftigen. Es tut mir leid. Ah ja, doch, die Stelle gab's noch. Okay, ja. Ich sag ja, ich bin gerade mega ungeduldig, weil eigentlich hätte man das halt locker finden können und alles. Ging es überhaupt weiter? Ja, doch, irgendwie schon, oder? Jetzt gleich kommt da der Bereich, wo ich drüber springen kann, oder? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall durch hier. Ja, ja, okay. Ja, irgendwie, wie gesagt, bin da gerade einfach momentan zu ungeduldig. ich habe einen kurzen Impuls gebraucht, tatsächlich, aus dem Video, aber an sich ist das ja eigentlich kein Problem. Und ich wette, ich war wieder zu schnell für Spyro, ne? Ja. Pfosten. Komm hier hoch. Oder geht das überhaupt so unproblematisch? Ja, egal, weißt du was, ich lasse jetzt hier das Ding, wie droppe ich das eigentlich am besten? Mit Dreieck, okay. Ich muss jetzt halt einfach einzeln rüberbringen, so das ist sonst, glaube ich, nicht so ohne weiteres möglich mit beiden. Weil der andere halt mit seiner Kugel nie darüber kommen wird. Aber Cinder müsstest du jetzt eigentlich schaffen hier rüber, oder? Oder nicht? Ich hatte doch noch nie so Probleme mit den beiden. War ich jetzt schon wieder zu schnell? Komm hier hoch, Cinder. Komm, das schaffst du. Hä? Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Ich hatte doch noch nie so Probleme. Die ist doch immer irgendwann hinterhergekommen. Ja, geht doch. Also manchmal stellen die sich ja gerade ein bisschen an, finde ich. Vielleicht achte ich auch einfach zu sehr darauf, dass die beide, ja, da sind. Vielleicht habe ich das vorher nicht so krass gemacht. Meine Güte. So, aber wir haben jetzt das Floß. Spyro, steck nicht in der Wiese fest, bitte. Wir haben jetzt das Ding hier erreicht und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Ciao.